Darf ich vorstellen? Harvey. Elwood ist mein größter Kummer. Er ist doch mein Bruder. Sieht Elwood überhaupt noch jemanden? Oh ja, Tante. Elwood sieht jemanden. Diese Person, die Sie Harvey nennen, wer ist das? Ein Hase. Ja, so etwas gibt es. Aber wer ist es wirklich? Ein Freund Ihres Bruders? Jemand, den er in einer der Kneipen aufgegabelt hat, die Sie missbilligen? Doktor, ich sagte Ihnen doch, Harvey ist ein Hase. Ein großer, weißer Hase. Ich habe gedacht, die Frau sei ganz in Ordnung. Und so habe ich den Bruder auf Zimmer Nummer 24 bringen lassen. Vita, ist es hier nicht wundervoll? Machen Sie keine Witze, Kelly. Sie haben den Bruder eingesperrt. Ich hinter den Busch. Mit einem Satz auf die Loge, Schatze, sag ich. Da ist einer, der dich sehen will. Andrew, Sie müssen die Leute verklagen. Sie haben mich eingesperrt und ihn hinausgelassen. Oh. Sie haben heute Nachmittag hier angerufen wegen eines Patienten, den Sie uns anvertrauen wollen. Wie schreibt sich sein Name? Elwood P. Dowd. Wo ist er? Wo ist er? Dieses Bild dort? Dieses Bild dort ist der Stolz unseres Hauses. Mr. Dowd, haben Sie Professor Chumley heute Abend gesehen? Geh weg! Der Professor liegt wahrscheinlich irgendwo im Straßengraben. Oh, falls das seine Pläne waren für heute Abend. Wie hat er nichts davon gesagt? Ich habe hier eine Medizin für Sie, Nummer 977. Die wird Ihnen gut tun. Ach, er wird ein ganz normaler Mensch sein. Und Sie wissen ja, was das für ein schäbiges Gesinde ist. Wenn Sie sich's ausgedacht haben, muss es ein feines Ding sein. Wenn ich irgendwen treffe, der es nötig hat, werde ich es ihm gerne empfehlen. Oh, nein.